Hallo Leute! Ich muss jetzt schon lachen. Dieses Spiel. Jackie Chan Stunt Master. Ich habe dieses Spiel damals sehr viel gespielt mit einem Kumpel. Deswegen habe ich sehr viel Erinnerung daran. Es ist, glaube ich, gar nicht so gut, aber ich wollte es immer mal als Projekt machen und heute ist dann der Moment, wo wir das machen. Ja, wir spielen Jackie. Ich sag klar, er sieht auch super aus in dem Spiel. Guckt ihn euch an. To take this package to this address. Very important that you give this package your utmost attention. Gibt's noch auf Englisch, glaube ich. Also Deutsch, oder Deutsch? Dann die Sprache, weiß ich nicht. Gut, Jackie, ja. Er bringt das Paket natürlich. Sein Onkel oder so soll das... Oh. Oh, der führt doch was Böses in Schild. Der echte Fettklopsende. Okay, boss, we're on to it. We'll get it and bring me the old man. Der will den alten Mann haben, ey. Das ist ja Sache noch was, deswegen war ich ganz ruhig kurz. Immer futtern, ey, so kennen wir ihn am besten. Schön ein bisschen und reinziehen. Nudeln und so wat. Hey, where do you think you're going? Oh shit. Merkst du was, ne? Also da hätte ich auch Angst, wenn ein Clown da ist, ein Disco-Stu und noch was für ein anderer. Police Story 2 Plakat hängt da, voll geil. Ist mir vorher nie aufgefallen. Los, 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 ey, Jackie. Schade, dass im Spiel geht es natürlich wohl so rasant ab und zu, ich glaube schon. Ich kann vom Spielprinzip gar nicht sagen, es ist eher so ein Beat'em, Sidescroll-Beat'em-up, oder? Also man läuft rum und kloppt halt Leute, so ein Action-Prügler, keine Ahnung. Das war nix. Ah, doch, ah. Jackie! Oh, go after the truck! The package, Jackie! Jackie! Nein, er muss immer seinen Opa retten. Grandfather! Grandfather! Oh shit, und hier beginnt das Spiel, ey. So, jetzt kommt erstmal ein Ladebildschirm, den werde ich wohl rausschneiden. Das Spiel hat abnormal lange Ladezeiten. Okay, da sind wir. Wieso geht mein Analogstick nicht? Ich verstehe es nicht. Ich werde dieser Sache gleich mal auf den Grund gehen in der Steuerung, weil das wundert mich. Bevor ich hier alles mit der Steuerung ein bisschen erkläre, was abgeht. Jump, ja hier auf X. Jump, Punch, Viereck, Kick. Dreieck, Throw, Grab, Kreis, Counter mit L1, Status-Display L2, Dive Roll R1, Wave R2. Ich will schon mal erklären, wie das funktioniert. Sound ist sowas halt. So, was kann man da nicht machen? Damit kann man dann das hier, ist ganz cool. Damit countert man. Jetzt zeige ich euch gleich im Spiel. Das ist eigentlich, weiß ich nicht, das ist so ein Spiel, es ist halt echt kein super Spiel, aber ich habe immer eine Menge Spaß mit dem Spiel gehabt und das will ich jetzt noch einfach mal wiederholen. Und ich mache mal ganz kurz einen Schnitt, schaue, was wegen dem Sound ist, ob das so funktioniert und ich gucke, ob ich mal es auf Analogstick schalten kann. Ich weiß nicht, was da los ist. Also bis gleich. Alles klar, mit dem Sound ist, glaube ich, so in Ordnung, sonst werde ich das noch in einer Folge ändern. Ich schaue das Feedback, wo ich nehme jetzt ein bisschen mehr auf. Ich kann das irgendwie nicht umstellen. Ich habe keine Ahnung. Geht nicht. Ich weiß nicht. Ich habe ja gerade mal geguckt, andere Controller, aber irgendwie funktioniert es nicht so, wie ich mir das vorstelle. So, man kann hier Drachen sammeln. Ich weiß nicht, was das bringt. Habe ich damals auch nie gemacht. Aber ich glaube, ich werde auch nicht alle einsammeln. Ich will einfach mal durchspielen und mal gucken. Ich habe das Spiel auch nie komplett durchgespielt. Das ist dann auch mal ganz gut.
Und ihr seht, die Ladezeiten sind abnormal. Deswegen mache ich einen Schnitt. Jo. So, Jackie. Wir werden gleich mal geil fighten. Ich glaube, die kann man erstmal stehen lassen, wenn man dann da hochkommt, oder? Ja, genau. Sonst kommt man da nicht hoch. Dann hätte man schon hier den ersten Drachen nicht gekriegt. Oh, die Malak. Guck, ich glaube, das ist ein bisschen zu leise. Dann werde ich nämlich den Spielsound ein bisschen lauter machen, damit man auch seine Sachen hört. Ich mache einfach nach danach. Man kann die gar nicht zerstören. Guck mich an, ey. Ich bin schon komisch. So, die kann man schieben, das weiß ich. Man kann auch Walljumps. Komm her, du, ey. Okay, was, der gibt mir? Boom, zwei Hits. Er hat ja einen Kombometer, aber er ist eher vernachlässigbar. Catch me if you can. Und er redet aber echt die ganze Zeit. Kann man... Also ich weiß, dass man eigentlich... Na, wollte ich doch mal... Was denn los hier? Reinhüll. Oh shit, ey, was soll er denn? Boah, 7-Hit-Kombo. Na, mit Joera? Ich bin Jackie. Oh shit. Das richtige Spiel für mich einfach kloppen, ey. Normal mache ich kein Beintraining, aber hier. Bam. Das hätte man jetzt auch machen können, damit kann man natürlich hier so geile Sachen machen. So geht das nicht, okay. Es ist kacke, dass ich das mit dem scheiß Steuerkreuz, dieses kack verfickten Xbox-Controller spielen muss. Ich hasse diesen Xbox-Controller. Fast alles, wie kann man so ein dummes Steuerkreuz, warum macht man das Steuerkreuz so kacke da unten in der Ecke? Was will der machen, er haut ab. Das sieht doch noch richtig komisch aus. Boah. Achso, du willst so richtig Stress. Boah. Bam, ey. Knochen gebrochen. Nur 4 Drachen. Achso, geht das, okay. Richtig geile Action-Stunt. Oh. Kein Problem mit Jackie, ey. Kein Ding, ey. Ja, was ist los hier? Hast du nix? In Chinatown. Oh, fuck. Na, was willst du? Was willst du denn, du kleiner Lulatsch? Arme wie Streichhölzer. Du bist schon ein bisschen krasser anscheinend. Boom. Bin mal gespannt, wie viele Leute dieses Spiel kennen. Ich glaube, es war nicht so bekannt, oder? Nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Ich hätte es damals in der Videothek ausgeliehen. Was ist da los? Okay. Alright. War hier oben was? Ich weiß es nicht. Ne. Was willst du machen? Was bringt dir dein Judo auf der Street? Boom! Ach, komm her, ey, komm her. Niemals! Das ist einfach, das ist so ein Spiel, ich weiß es nicht. Es ist einfach... Ich glaube, also es ist... Ich finde es jetzt auch nicht sonderlich super. Es ist einfach so ein Spiel. Ich hab da einfach... This is my lucky day. Habe ich einfach gute Erinnerungen dran. Ich habe es damals viel mit einem Kumpel gespielt. Das war der Zeit in der glorreichen PlayStation-Zeit. Also, da hatte ich noch keine und er hatte eine und da haben wir uns das dann aus der Videothek ausgeliehen. Da haben wir uns so viele Spiele aus der Videothek ausgeliehen. Und den ganzen Abend haben wir gespielt, ey, alle möglichen Spiele. Das war einfach nur geil damals. Wie war das jetzt hier? Ich glaube... Ja, genau. Oh shit, Jackie, renn und dein Leben! Oh fuck! Boah, richtig Action! Ah, was los? Ah, was willst du?
das Spiel hier Level Ende. Weiß gar nicht. Was? Okay, richtiger Fight hier. Oh shit, ey, der hat einen Farbpinsel oder sowas. Eine Farbrolle. Ach, ihr wollt Schläge. Ja, man kann natürlich auch Waffen nehmen, weil wir sind ja jetzt einer, der alles kann, ey. Er wartet da hinten einfach so, ja, kloppt man ruhig meine Kumpels kaputt. Kein Thema, ich guck da mal eben zu, so. Guck, wie es läuft. Ich glaube, hier ist auch dann Ende, das Level. Dann habe ich nämlich einen von den Drachen schon vergessen. Aber ich glaube, ich habe hier immer nur neun. Ich weiß nämlich nie, wo der letzte ist. Wenn es irgendwelche Extra-Level dafür gibt, dann werde ich die alle sammeln offscreen. Oder zeige die dann in kurzen Ausschnitten. Dann werde ich die ganzen Level nämlich nochmal machen. Bam, wie geil war der denn? Mir fehlt echt einer. Oh Gott, schön. Dann kriege ich dann diese goldenen Drachen. Wahrscheinlich brauchen wir die. Ich habe aber keine Ahnung mehr. Yo! Immer diese Ladezeiten, ne? Weil die schneide ich ja raus. Das ist doch kein Thema. Ihr müsst euch die nicht antun. So, ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Aber ich würde mal sagen, wir belassen das einfach mal bei der Stelle hier. Wir haben kurz einen Einblick gekriegt in... Stun Master. Oh geil, guckt, seht ihr das? Ich kann einfach geil auch Wandsprünge. Kommen später ein paar fiese Level, was die Sprungeinlagen angeht. Die werde ich jetzt schon verfluchen. Am Anfang ist noch alles sehr human, da kommt man ganz gut durch. Ich werde wahrscheinlich nachher ein bisschen fluchen, weil das echt übel wird an einigen Stellen. Aber wir werden gespannt sein, wie wird sich Jackie Chan wieder sein Großvater jemals finden oder wird der Clown und die anderen böse Dinge mit ihm tun, mit dem Opa. Was immer die auch mit dem Opa wollen, das weiß keiner. Wir werden es sehen. Ah ja! Alles klar, okay Leute, haut rein.